Lexus hat es schwer auf dem deutschen Markt. Leider zu Unrecht. Aber wenn in einem Land die einheimischen Marken so stark sind, dann ist es schwer, mit Qualität und Zuverlässigkeit allein zu punkten. Doch all dies kann der Lexus GS. Der Lexus GS 450h ist schon deutlich dynamischer als sein Vorgänger. Er schiebt mit der kombinierten Leistung seines 3,5 Liter V6 Benziners und des 147 kW starken E-Motors voran. Die 39 kW Maximalleistung des Akkus und die 292 PS des Verbrenners addieren sich letztendlich zu 345 PS Systemleistung. Damit ist der gewünschte Auftritt bereits gesichert. Das effiziente Zusammenspiel dieser Komponenten beherrscht derzeit wohl keiner so vollendet wie der Hybrid-Pionier. Lexus ist mit dem GS 450h etwas ganz Besonderes gelungen. Dieses Fahrzeug vereint zwei Welten. Das ist einerseits die Seite der Ökofahrzeuge, der Elektrofahrzeuge oder der kleinen Hybriden, die dazu auserkoren sind, einen geringen Verbrauch zu haben und einen geringen Schadstoffausstoß. Auf der anderen Seite gibt es auch die sehr, sehr kräftigen und sehr leistungsstarken Sportlimousinen. Und da spielt auch dieses Fahrzeug mit, natürlich mit einem etwas geringeren Verbrauch. Und wenn man will, kann man ihn sehr, sehr sparsam fahren. Er kann beides. Er ist sowohl leistungsstarke Sportlimousine wie auch wirklich verbrauchsarmer Hybrid. Also so gesehen ein wirklich guter Kauf und ein sehr interessantes Fahrzeug. Bei sachtem Pedaldruck surrt der GS erst einmal elektrisch los, beschleunigt dann aber flott auf Stadttempo. Doch die rein elektrische Fahrt ist schon nach einem Kilometer am Ende, denn dann, wie auch wenn 64 Stundenkilometer erreicht werden, schaltet sich im GS-Hybriden der Benzinmotor hinzu. Seine Passagiere transportiert der Lexus GS komfortabel. Fahrer und Beifahrer reisen auf bequemen Sitzen. Im Fond geht es geräumiger als beim Vorgänger zu. Viel wichtiger aber noch, durch die hochkant hinter den Rücksitzen positionierte Antriebsbatterie steigt das Ladevolumen um 162 auf 482 Liter. Neben einem hochwertigeren Interieur und optionalem 12,3 Zoll Monitor fährt der Lexus GS 450h eine aufpreispflichtige Flut von Assistenzsystemen auf. Diese umfassen alles, was derzeit von Bedeutung ist. Für den neuen Lexus GS wurde der Antriebsstrang weiterentwickelt. Der V6 arbeitet mit dem Magermix-Prinzip des Atkinson-Zyklus, verbindet zudem Direkt- und Saugrohreinspritzung. Mit den leichten E-Komponenten senkt das den Normverbrauch auf 5,9 Liter pro 100 Kilometer. Neben dem niedrigen Verbrauch und den energischen Fahrleistungen überzeugt der Lexus GS 450h vor allem mit seinem perfekten Antriebskomfort. Der 54.750 Euro teure Lexus GS 450h ist sehr dynamisch unterwegs. Wem das zu wenig ist, dem bietet Lexus den GSF, ein Fahrzeug mit überzeugenden Fahrleistungen auf Augenhöhe mit dem M5 oder dem E63. Nur die elektrische Lenkung könnte mehr Fahrgefühl vermitteln. Seit Januar steht die Limousine mit einem freisaugenden 5 Liter V8, der über die 8-Gang-Automatik 477 PS über die Hinterachse auf die Straße entlässt, bei den Lexus-Händlern. Kostenpunkt hier? 99.700 Euro. In Deutschland tritt der GSF auf eine Armada attraktiver Mitbewerber mit ähnlichem Preisschild. Auch wenn der Wiederverkauf etwas schwieriger sein dürfte als bei den deutschen Mitbewerbern im Segment. Den Hang zur exklusiven Individualisierung kann der Lexus GSF sicher leicht befriedigen. Denn die Stückzahlen sind sehr überschaubar.